Sägen. Aber die Ehre, liebe Schichtstofffreunde, willkommen zum nächsten Video. Ja, heute ist mal wieder das Chaos ausgebrochen. Dachte mir, ich stelle ihn jetzt endlich mal vor. Der Chaos Crazy Goblin. Und ich würde sagen, ich komme erstmal nach vorne und zeige euch die Dose. Ich glaube, die Chaos-Dosen kennt mittlerweile jeder. Schöne Chaos-Logo vorne drauf mit dem Kapuzenmarsch, geil. Hier nochmal Chaos Crazy Goblin. Bilder wie immer. Preis haben wir 14,90 € für 200 Gramm. Geht also voll klar. Zum Schnitt. Ich hoffe, man sieht's. Also läuft mal wieder bei Chaos. Beziehungsweise schwimmt. Ich muss dazu sagen, das ist noch eine bisschen ältere Dose. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ausschaut bei Chaos. Ich habe jetzt schon länger keinen mehr gekauft. Aber da ist noch ziemlich viel Überschüssiges drin. Er schwimmt nicht komplett, aber am Boden habt ihr schon überschüssige, also die erste Dose habe ich leer gemacht, da hat es nur geschwommen unten drin, wenn der Tabak weg ist. Ja, zum Schnitt, mittlerer bis feiner Schnitt, würde ich sagen. Geht auf jeden Fall für einen Hotshot klar, in dem brauche ich den eigentlich auch immer, allein sowieso. Weil da braucht man ja eh nicht so viel und nicht so lange. Also kein Problem. Ja, was soll das Ganze sein? Kiwi, Limette und Menthol. Und wirklich ein gutes Menthol. Bei den meisten Chaos-Sorten ist ja viel Menthol drin. Denke ich jetzt. Ist jetzt gerade nicht so im Kopf. Also wir kommen mal zum Geruch. Ja, Kiwi und Limette riecht man voll raus. Ich weiß jetzt nicht, was stärker ist, Kiwi oder Limette. Es ist eigentlich ein guter Mischmasch zwischen beiden. Und Menthol kommt euch voll entgegen. Also wenn ihr reinpustet, kommt es euch gnadenlos in die Augen. Jetzt zum Molasse noch eine Sache. Ich habe es gerade gesehen. Also ich rauche jetzt seit 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Molassefinger ist gelb. Da war vorhin frisches Wasser drin. Ja, und dann kommen wir mal zum Rauch. Chaos typisch raucht wie Hölle. Also braucht man null meckern. Ja, dann zum Geschmack. Ich finde den einfach übertrieben geil. Kleine Vorgeschichte dazu, ich war in der Shisha-Bar und wusste nicht genau, was ich rauchen soll. Dann habe ich halt gefragt, was hast du denn da? Sagte, ja, was willst du denn? Ja, was Fruchtiges mit ein bisschen Frische dazu. Und dann hat er mir zusammengemischt, also war jetzt nicht der Chaos. Er hat mir Kiwi und Limette und Minze, glaube ich, zusammengemischt. Irgendwie so. Also war ein bisschen frisch, aber war halt eine Minze. Aber ich fand es übertrieben geil. Und dann habe ich den Chaos Crazy Goblin gesehen. Kiwi, Limette, Menthol. Direkt gekauft. Erste Dose in der Woche weggesucht, glaube ich. Dann die zweite Dose gekauft, das ist die jetzt hier. Und ich finde es einfach immer noch übertrieben geil. Ich rauche ihn jetzt nicht mehr so oft. Da geht es mir aber mehr um meinen Geldbeutel. Aber was ich sagen wollte zum Geschmack. Also ich finde wie im Geruch, dieser gute Mischmasch aus Kiwi und Limette, ich könnte jetzt nicht sagen, was stärker ist. Ich würde sagen, die Limette ist ein bisschen stärker. Aber ich kann das nicht genau sagen. Also ich finde es einfach ein geiler Mischmasch zwischen Kiwi und Limette. Und das Menthol, man muss drauf stehen. Also ich stehe drauf, wenn es so frisch ist. Wenn es nur so ein bisschen Minze ist, dann
finde ich schon eher zu wenig. Also wenn ich was Frisches haben will, dann will ich was Frisches. Es verbrennt euch jetzt nicht die Lunge oder so, aber es ist halt schon gut mentollastig. Aber wie man es so schön sagt, geht kurz über den Kehlkopf und dann war es das auch. Also es ist jetzt nicht übertrieben krass. Aber man muss halt drauf stehen. Ich habe einen Kumpel, der mag das halt gar nicht. Der hat den aber auch schon geraucht und fand ihn geil und stört aber halt diese krasse Mentholnote. Deswegen sage ich halt, man muss drauf stehen. Aber von mir gibt es hier eine klare Probier- und Kaufempfehlung. Probieren auf jeden Fall mal, wer das Kiwi Limette Mischmasch mag und wer auf Menthol steht oder halt was extra Frisches natürlich. Dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Eine Kaufempfehlung bei 14,90 Euro kann man sowieso nicht meckern. Also ich finde es auf jeden Fall einen geilen Tabak. Und wenn die Dose leer ist, dann werde ich mir safe die nächste bestellen. Ja, dann soll es schon wieder gewesen sein. Wie immer, Like und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Servus!